Hallo ihr Lieben, wir haben immer noch Freitagnachmittag. Ja. Inspiriert von Susannes Osterhasen habe ich auch mal welche gemacht. Tada! Diese schnuckligen Teile könnt ihr auch draußen in der Büsche hängen, an eure Vase, wo ihr wollt. Wie immer, wir brauchen Moduliermasse, Ton, Fimo, was ihr gerade da habt. Davon schneiden wir uns wieder ein Stück ab. Wie immer. So groß wie euer Riechen werden soll. Ich werde meine schön in meine Forzitien hängen. Die blühen immer so schön im Frühjahr. Schön durchkneten. Ich werde mir die Kamera runterstellen, damit ihr überhaupt seht, was ich tue. Kamera. Höre. Ah. Radio. Noch gut. Sorry. So. Macht da eine kleine Kugel von. Denkt dran, immer ein bisschen Wasser bereitzustellen, falls Falten drin sind. So, und dann macht er erstmal eine kleine Spitze, wie ein Kegel. So. Dreht immer noch mal ein kleines bisschen. Ich sag euch auch gleich warum. So. Sieht aus wie verzwirbelt. Dann nehmt ihr euch ein Messer. Schneidet einmal in der Mitte durch. So. So. Ein bisschen kräftiger. So. Das eine Öhrchen ist diese nämlich, wo ihr das Osterhäschen aufhängen könnt. Ihr könnt jetzt ein Ohr abknicken. Ihr könnt es so spitz lassen. Es euch überlassen. So, ein bisschen Wasser. Mal so ein paar Unebenheiten zu glätten. Auch von hinten. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. So. Spitze mal ein bisschen. So. So. So, der muss dann auch wieder einen Tag durchtrocknen. Wird schon mal vorbereitet, der ist schon mal fest hier. Wenn ihr den fertig habt, der durchgetrocknet ist, einfach mit Acrylfarbe bemalen. Ich habe in diesem Falle natürlich, wie soll es anders sein, Pink genommen. So. Handschuhe können aus. Okay, der muss auch noch trocknen. So, wenn euer Hasenkumpel durchgetrocknet ist, könnt ihr ihn anmalen. Ich habe natürlich Acrylfarbe genommen. Diese ist glänzend. Und habe das ganze Teilchen, das ganze Häschen bemalt. Jetzt kommen wir zur Gestaltung.
Machen wir ein bisschen schwarz. Die Äuglein. Bisschen weiß. Für die Nase. So, nehmt ihr euch einen Pinsel. Und malt unseren Freund zwei Augen. Und dann mit etwas Pfirsichfarben mache ich ihm ein Näschen. So, und je nach Belieben könnt ihr unseren Häschen ein paar Punkte verleihen. So fällt er vielleicht noch etwas mehr auf. Wenn ihr am Osterstrauch oder Forzitienstrauch hängt. Und zum Trocknen. Wenn er dann durchgetrocknet ist, Gesicht und die weißen Punkte, kann man noch mal mit Glitzeracryl drüber gehen, damit er so aussieht. Den Pfirsichfarben gemacht. Kann man anhängen. Wie gesagt, am Strauch. An Gläser. Und hier ist mein großer. In dieser Größe, denke ich mal, werde ich alle für die Gartensträucher machen. Wenn man möchte, kann man sich den noch am Shirt hängen. Alles möglich. So, ihr Lieben, das waren ein paar kleine Osterinspirationen. Habt viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zur nächsten Runde.